Und damit also einen schönen guten Tag an Samuel Brüderdan von wolkentrader.de. Herr Brüderdan, der DAX heute sehr turbulent unterwegs. Wie geht's weiter? Ja, wunderschönen guten Morgen, Herr Damo, wunderschönen guten Morgen, liebe Tradergemeinschaft. Ja, Sie haben es ja schon bereits richtig erwähnt, dass der DAX heute sehr, sehr volatil ist. Die Bewegungen sind also ziemlich schnell nach oben und auch nach unten. Wir haben zum einen unseren Tagestiefpunkt knapp bei 7.982 gesehen. Wir erinnern uns auch, dass wir in der letzten Woche ebenfalls diese Tiefs gesehen haben und dann im Anschluss starke Hochs erfolgt sind. Das Schwere an dieser ganzen Situation ist nicht nur, dass wir stark über die einzelnen Handelstage sehr volatil arbeiten, sondern auch sehr volatil über die vergangenen letzten Handelswochen. Das heißt, wir kriegen hier also im Moment keine bestätigenden Hochs für einen intakten Aufwärtstrend nach oben. Wir kriegen aber auch keine starken Tiefs im unteren Bereich, um zu sagen, ja, es herrscht jetzt im Moment ein Trendwechsel und das Bärenszenario kann eröffnet werden. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns hier den Verlauf der letzten 90 Handelstage anschauen, sind wir also heute erneut ein zweites Mal auf die 90-Tage-Linie unten angekommen. Der liegt also knapp bei 7.980 Zähler, konnte zumindest der DAX seine Unterstützung soweit verteidigen. Wir notieren also im Moment bei 8.016 Zähler. Das zweite Problem, was wir haben, Herr Damm, ist auch hier folgendes. Wir haben ebenfalls eine sogenannte Kurslücke gerissen. Also wenn man sich hier den Schlusskurs im gestrigen Kassakurs anschaut, der knapp bei 8.200 Punkte liegt, heißt, dass letzten Endes auch die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, für den heutigen Handelstag ebenfalls auch nochmal starke Hochs zu sehen, um diese Kurslücke im oberen Bereich zu schließen. Also man hat hier im Moment zwei verschiedene Optionen, zwei Strategien, die man fahren kann, um letzten Endes kurzfristig den Markt zu handeln. Aber wo die Reise tatsächlich hingehen wird, das bleibt wirklich über den heutigen Tag abzuwarten, zumindest was den Schlusskurs betrifft. Also sehr schwierige Vorzeichen für die Anleger, wenn schon der Profi so schwierig findet. Dankeschön, Samuel Brüderdan von wolkentrader.de. Schönen Tag. Vielen Dank, Herr Damm. Und so weiter, DAX-Check für heute.